Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Anita Lasker-Wallfisch sollte gestern am Sonntag bei der Gedenkfeier zur 75-jährigen Befreiung des Todeslagers Bergen-Belsen die Hauptrede halten. Die 94-Jährige ist eine Überlebende des Todeslagers. Sie lebt in London und konnte wegen der Corona-Epidemie nicht kommen. Aber sie hat ein Video gesandt mit einer berührenden Rede, die ihr Enkel gefilmt hat. Sie finden dieses Video auf der Homepage des NDR. Anita Lasker-Wallfisch ist Cellistin. Sie stammt aus Breslau. Ihre jüdische Familie war bürgerlich-liberal, gebildet. Ihr Vater Rechtsanwalt, die Mutter Pianistin. Ihre Eltern wurden als Juden von den Nationalsozialisten ermordet. Sie und ihre Schwester Renate kamen in ein Waisenhaus. Sie versuchten, mit gefälschten Pässen nach Frankreich zu fliehen. Daraufhin kamen sie als Kriminelle ins Vernichtungslager Auschwitz. Anita spielte im Lagerorchester und wurde, als das Lager aufgelöst wurde, in einem Viehwaggon nach Bergen-Belsen transportiert. Sie beschreibt das in ihrem Video als Luxus. Sie war nicht beim Todesmarsch dabei. In Bergen-Belsen wurde sie mit ihrer Schwester am 15.04.1945 von englischen Truppen befreit. Sie schwor sich damals, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen und nie wieder mit einem Deutschen zu sprechen. Sie habe ihren Eid gebrochen, so sagt sie, nachdem sie als Cellistin in Celle war und das Lager besichtigen wollte oder vielmehr die Gedenkstätte. Dort habe sie gespürt, dass sie als Überlebende es den Millionen Toten und Ermordeten schuldig sei, zu erzählen, wie sie die Torturen und die Hölle in Auschwitz und Bergen-Belsen erlebt und überlebt habe. Seit Anfang der 90er Jahre redet sie als Zeitzeugin und ist dafür vom Bundespräsidenten im vergangenen Jahr geehrt worden. Als die britischen Soldaten das Lager betraten, waren sie zutiefst erschüttert. Fotos dokumentieren, was sie vorfanden. Leichenberge, dazwischen noch Lebende. Ein überfülltes Lager, die Menschen sich weitgehend selbst überlassen. Epidemien wie Typhus und Fleckfieber grassierten. Und jene, die noch lebten, waren apathisch vor Hunger, Durst und Verelendung. Nach der Befreiung starben noch sehr viele. Sie lebten in einem sogenannten Displaced Persons Camp. Der Lagerkommandant und die Helferinnen wurden in dem ersten Prozess nach der Befreiung in Lüneburg zum Tode verurteilt. Dieser Prozess nach Richtlinien der britischen Juristen war der erste und klarste Prozess zu Beginn. In den Kasernen, in denen die Displaced People wohnten, vor allem Juden und Jüdinnen aus ganz Europa, wurden 2000 Kinder geboren.
Alle, die das heute noch können und wollen, sollten bei dem großen Treffen in Bergen-Belsen dabei sein. Das ist nun auf nächstes Jahr verschoben. Gestern haben der Ministerpräsident, die Landtagspräsidentin und die Vertreter der großen Fraktionen dort Kränze niedergelegt. Stefan Weil sagte, Bergen-Belsen ist die Wunde in der Geschichte Niedersachsens, die nie heilen wird. Heute ist die Gedenkstätte ein Lern- und Lehrort für Jugendliche und Erwachsene. Anita Lasker-Wallfisch ist stolz, dass die Gedenkstätte heute so qualifiziert, so gut gestaltet ist. Und sie sagte am Ende ihrer Rede, dass Antisemitismus nur überwinden werden könne durch Begegnungen in Familien, zu Hause, in der Schule. Hier in der EGS in Linden gibt es eine Patenschaft für den Block 9 in Bergen-Belsen. Die 9. Klassen übernehmen ihn jedes Jahr für einen Tag oder eine kleinere Gruppe für eine Woche. Als Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit war ich schon einige Mal bei der Staffelübergabe dabei. Und ich war beeindruckt von dem, was die Schüler und Schülerinnen präsentieren, wie sie bewegt sind von dem, was sie erlebt haben, und sagen, das werden sie nie vergessen. Das ist Aufklärung, Lernen, Lehren und Empathie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.